So. Hallo, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Golden Sun. Im letzten Part haben wir die Sturmechse oder Orkanechse, oder wie es auch immer hieß, vernichtet, haben die Höhle beendet und sind schon fast durch das Gebirge durch. Und da geht es direkt weiter. Seht nur ein Schiff, das sehr blau aussieht übrigens. Was ist passiert? Barbies Schiff. Vielleicht ist die Zeit gekommen. Ich sag, nimm dies, versuche es einzusetzen. Ich sage, hält den schwarzen Ball. Ich sage, habe ich den schwarzen Ball angreifen. Versuche ihn auf dem Schiff einzusetzen. Ja, dann mache ich doch das mal. Item und schwarzer Ball benutzen. Leucht! Was ist los? Eigenartig, es ist nichts passiert. Kann das zu deuten? Hat sich Barbie etwa gewehrt? Barbie hat sich gewehrt! Nein! Nicht Barbie! Ich hatte Unrecht. Sei es noch nicht gekommen. So schnell wie möglich zu Barbies Leuchtturm. Ja, du hältst mich wie immer auf, Junge! Ich gebe den schwarzen Ball zurück. Ja, den hatte ich ja lange im Besitz. Hallo, Gegner! Wie geht's euch so? La 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 la. Schuriken und Prismenhagel und blauer Blitz. Jöi, jöi, jöi. Wow. Schurik macht echt nach wie vor viel. Blauer Blitz wird sie wahrscheinlich schon vernichten, oder? Ja, natürlich. Gibt es denn auf dieser Insel hier noch irgendetwas? Nö. Gut. La la la. Gut, dann müssen wir trotzdem nicht in dieser Richtung die Höhle verlassen, sondern den anderen Weg nehmen, der weiter oben gelegen war. Was seid ihr? Zonyt. Okay. La 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 la. Stirb und stirb! Irgendwas wurde erlernt. Sehe ich ja im nächsten Kampf. So, jetzt hier wieder raus. Dann müssen wir... Ja. So, was wurde denn erlernt? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay, irgendwas wurde erlernt. Unwichtig. La 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 la. Lauer Blitz. Jawohl. Oder muss trotzdem noch die Todspitze kommen? Tschüss, Gegner. Wir kriegen da massig Geld, hallo. Wie viel haben wir denn schon inzwischen? Wow! Yo! Okay. Ich glaube, das reicht. Erstmal. Und wieder vier Gegner. Ich mag vier Gegner. Vier Gegner sind toll. Nova! Und... Typhoon. Prismenhagel. Und... Schaumkrone. Hey, Typhoon macht wenig Schaden. Das macht alles wenig Schaden, verdammt. Einer dran, zwei sind gestorben. Aber Nova kommt ja noch. Und Nova vernichtet sie, jawohl, schön. Ach, wieder ein verletzter Soldat. Ja, den lassen wir einfach mal links liegen. Weil wir so... Penner sind. So, wo geht's denn jetzt hier lang? Da ist ein Leuchtturm, okay. Muss ich da schon rein? Ich weiß es gerade gar nicht. Oh, hallo, was seid ihr denn? Drecksaffen, ja, ihr Drecksaffen, ihr werdet gleich vernichtet. Shuriken! Yay und yay! Bam, 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 bam. Da sterben schon die Biene oder was auch immer das war. Und die Affen sind auch Geschichte. La 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 la. Venus Leuchtturm Eingang. Venus Leuchtturm, was? Wir sollen noch zum Barbies Leuchtturm. Was hat es damit nur auf sich? Ja, dann werden wir doch direkt betreten. Hallo da. Ja. Kreden hat irgendwas gesagt. Ist mir egal, was dieser alte Typ sagt. Und ich werde jetzt erstmal wieder auf R die Enthüllung legen, denn hier war nicht, glaube ich, was. Ja, genau. War was versteckt. Und es
zwar ein Levitatstein. Und der Levitatstein aktiviert Lastenheber. Yay! Und das ist eine Erbsynergie. Oder? Muss ich doch direkt mal gucken. Ja, und damit kann man leichte Objekte bewegen. Das werden wir da auch gleich brauchen, denke ich. Wo geht's denn hier? Geht's glaube ich zu der Kiste. Hallo Erdbullen. Du bist gleich fertig sein. Hoffe ich. Nicht! Schön! Hallo Vorführeffekt, wie geht's dir denn so? So, hier runter. Ich gehe doch eh den falschen Weg, wie ich mich kenne. Aber ich denke mal links muss ich lang. Denn der Weg ist länger, also muss ich da lang. Das ist eigentlich immer eine gute Vorgehensweise in Rollenspielen. Eine Glückskappe! Yay, was kann die denn? Gebt kritische Treffer, stellt PP wieder her. Yay, das sieht doch gut an. Und du hast noch einen ganz normalen Reif, sehe ich gerade. Okay. Nein, das bekommt Mia. Oder? Mit Schnelligkeit, ne? La la. La, 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 la. Ja, das bekommen wir. Scheiß Aufständigkeit. So. Du, ja, kommt die Ninja-Kapuze. Die bekommt jetzt 179. Ja, die bekommt jetzt ja, kommt für die Schlafbombe, ist doch egal. Dann bekommt nämlich den Adeptenhelm. Willkommen hier. Garrett, so. Dann endlich dieser blöde Stahlhelm weg. Und dann ist jetzt auch endlich eingedreht, dass wir nur noch, wie heißt's? Artefakte dran haben. Yay, keine normalen Gegenstände mehr. Ziemlich am Ende vom Spiel. Schön. Naja. Und wir müssen jetzt noch den anderen Weg entlang. La und la und la und la. Es wird den Erzgolem zwar nicht vernichten, aber egal. Bam! Hitzemauer! Yeah! Da, 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 da. Und tschüss! La 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 la. So, wo geht's denn hier hoch? Hallo Gegner! Säurebad, Zyklonschlag, Terraschlag. Wie Schläge ich habe, ist es ja. Sie werden auf Eisdonner und Feuerschlag Tonnen kommt. Gott, war der schlecht. Naja. Dann müssen wir trotzdem hier unten lang. Und hier können wir den Lastenheber einsetzen. Hm, wir können den Block nicht weiter schieben als bis hierher. Wäre großartig, wenn wir den Block tragen und auf den Boden fallen lassen können. Unsere Treffsynergie hier weiterhilft. Ja, das wollte ich gerade sagen. Hier können wir zum ersten Mal den Lastenheber ansetzen. Und den Block einfach nach unten werfen. Yay. Und dann gibt es hier wieder eine versteckte Tür, genau. Hallo Gegner. Von euch mache ich mal schnell fertig. Thronspitze, Shuriken, Prismenhagel und Blauer Blitz. La 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 la. Da werden schon die ersten aufgehen, genau. Und Tonspitze wird sich vernichten, hoffe ich doch. Jawohl. Und hier kommen wir zu... Die Statue spricht zu Isaxene. Dir, der du es wünschst, die Venusleuchte um zu erleben, werde ich den Wunsch gewähren, der lang verschlossenen Pfad soll nicht hier geöffnet werden. Der Vater geht weit entfernt von hier, auf dem Land eines Allvolkes, wo die Sonne zu deiner Linken steht, wenn du auf den Leuchtturm blickst. Leucht! Ja. Die Bodenplatten leuchten. Schön, ne? Ja, was hat es da mitten auf sich? Hm. Keine Ahnung, ich hau jetzt hier ab. Nein, dazu kommen wir natürlich später und ich setze da mal den Rückzug ein. Ich bin zu faul, das Ganze zu laufen. Jawohl. Denn wir müssen hier eigentlich noch gar nichts machen, denn
Wir müssen erst ins nächste Gebiet. Und zwar hier nach oben. Und dann, da seht ihr schon eine Burg. Es sieht fast aus wie eine Burg, ja, aber es ist keine Burg. Jetzt sind wir im letzten Ort des Spiels. Yay. Noch mehr besiegte Soldaten aus Tolvi. Ist das auch ihr Werk? Ja, klar, wen denn sonst? Diese Stimme, das ist die Jodem. Was erlebt? Ich musste schwere Verluste hinnehmen. Habt ihr gegen eine Gruppe von 6 Personen gekämpft? Es waren 7. Du hast auch überlebt? Es waren 7? Ist das die gleiche Gruppe, der mir vorhin gefolgt sind? Da bin ich mir sicher, einer von ihnen muss Cosma gewesen sein. Cosma, sagst du? Ist das wahr? Crane, der Gelehrte, hat sie beschützt. Ich bin mir sicher, es war Cosma. Hast du das gehört, Isa? Was wollen sie von Cosma? Cosma, sie alle. Als sie mit uns fertig waren, gingen sie zu Barbys Leuchtturm. Was glauben sie, in Barbys Leuchtturm zu finden? Sie sprachen von den Ruinen unter dem Leuchtturm. Ruinen? Natürlich! Das Fundament des Leuchtturms. Und Faran, der Meister aus Lalivero, ist ihnen zu den Ruinen gefolgt. Ich verstehe, also auch Faran. Ich sag, wir müssen auch zu Barbys Leuchtturm gehen. Ja, du hältst mir jetzt schon zum dritten Mal davon auf! Entschuldigung. Hast du den Gedanken wegen dir, Soldat? Wir sind in Ordnung, ihr müsst schnell zum Leuchtturm. Der Leuchtturm. Cosma, etwas geschieht. Beeil euch! Los jetzt! Selbst ist der Datenmaschine drauf. Komm schon, Isaac! Ja, lass mich jetzt endlich. Danke. Denn hier gibt es einen Waffenladen. Und was haben wir denn zum Freedoms eigentlich bekommen? Den Psy-Kristall gebe ich an Garrett. Das Lebenswasser gebe ich an Mia. Die Glücksmedaille kriegt unser Glücksjunge Ivan. So, den Rest können wir hier verkaufen. Du hast eine Minze. Die bekommt Mia. Dann ein Fläschchen, das bekommt auch Mia, ne? Ja. Du hast Zeug zum Verkaufen und du hast auch Zeug zum Verkaufen, okay? Verkaufen. Du hier die Wieselglaue, braucht kein Mensch. So. Den Stahlhelm braucht auch kein Mensch mehr. Dann hier den Nimbus. Ja, nimm das Teil. Und hier die Schlafbombe. Yay. Und Leute, wisst ihr was? Die Dinger verkaufe ich. Ne, die verkaufe ich nicht. Ich wollte gerade sagen, die verkaufe ich, aber... So, jetzt können wir hier zum letzten Mal in dem Spiel einkaufen. Und den magischen Taler, den bekommt natürlich Mia. Der weite Robe, das wird eh keiner ranmachen können, denke ich mal. Oder? Doch! Wow! Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Nein, die Wasserjacke kann bestimmt noch jemand tragen, denke ich mal. Doch direkt mal schauen. Wasserjacke. Ja, Garrett. Jetzt wird aber das Elfen wirklich noch los, okay. Zack. Und was hast du denn noch so zum Anbieten? Cocktail gleich. Spiegelschild. Hui. Nein, die Kriegshandschuhe kann bestimmt auch noch jemand. Du gibst mir lauter Müll. Danke. Was will ich denn mit diesem Müll jetzt noch? Kriegshandschuhe kann... Wer denn dran machen? Ups. Kriegshandschuhe. Du. Na gut, aber du hast das Erschild, ne? Kann das sonst noch jemand dran? Aber sonst kann es kein mehr ran. Okay, dann legst du es trotzdem an und das Erdschild wird nutzlos. Ja, das wird jetzt bis zum Ende des Parts gehen, also wer keine Lust hat, das anzusehen, kann ruhig abschalten, also... Mir eigentlich relativ egal. Ich meine, das ist jetzt nicht sehr spannend, aber... Was soll's. So, heilt im Kampf, ja. 4 und 5. Gut, dann... Und das Mia und den Hermes. Ja, noch ein Spieleticket. Yay. Der Hermes ist sogar besser als der Kriegshandschuh.
Okay. Dafür geht aber auch der Angriff deutlich runter. Das. Und hier noch Krone hebt Glück. Ja, wen gebe ich denn das? Hem. Das bekommt wieder Isaac, jawohl. Ups, jetzt habe ich aus Versehen die Ninja-Kapuze verkauft, das wollte ich eigentlich nicht. Die kann bestimmt noch jemand, genau. So, den Schutzreif weg, jawohl. Und der Schutzreif ist nutzlos, oder? Ach, der Schutzreif war auch noch ein normales Item, okay. La 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 la, la la la. Gut, dann sind wir jetzt bis auf Waffen und den Part mache ich wieder ein wenig länger. Denn das ist mir jetzt egal, das haue ich jetzt noch rein. Und die Silberklinge, oh, schön. Die bekommt natürlich Isaac, jawohl. Nein, die Drachenaxt wird bestimmt noch jemand gebrauchen können. Ja Leute, das ist der letzte Laden im Spiel, da gibt es noch viel zu holen. So, jetzt wird das Schamsch hier so schon los. Schade eigentlich. Das war relativ cool. So, gibt's hier noch mehr? Linkschwert. Ui. Für die Ninja-Klinge, ja natürlich. Ja, die Ninja-Klinge kannst du behalten. Oh. Mystera-Klinge. Flammenaxt-Keule ist recht. Warum habe ich die verkauft? Oder ist die neu? Die ist doch bestimmt neu. Die bekommt natürlich jetzt wieder Mia, ist klar. Schmetterkeule, jawohl. Schmetterkeule ist dann wahrscheinlich nutzlos, jawohl. Oststab, den hatte ich doch schon mal, ja. Ank der Engel. Ah, einen Kristallstab, den gibt es hier ja auch noch. Uiuiuiuiuiui. Dann bekommt den natürlich Ivan, jawohl. Nein, das Flinkschwert. Wahrlich, ne? So, dann, was haben wir jetzt hier? Schamsch hier. Flinkschwert. Das kann... Gut, dann ist die Vulkanaxt, Drachenaxt nutzlos. Huch, ich wollte eigentlich machen. Typi. Verkaufen. So, Schamsch hier weg. Und Drachenaxt weg. Ja. Und hier geht nichts weg. Und hier auch nicht. Jetzt schaue ich doch nochmal. Schamsch hier ist nutzlos, jawohl. Ninja-Klinge ist nutzlos, genau. Das ist alles nutzlos, das war auch nutzlos. Ich möchte auch nochmal sicher gehen, ne? Ist klar. Das ist nutzlos. Das wäre natürlich noch besser, aber da... Nein, das wäre nicht besser. Cool. Gut. Dann was haben wir denn jetzt alles hier Neues bekommen? Ist ja Wahnsinn. Silberklinge, Juwelenkrone, Spiegelschild, Flinkschwert. Der hat das hier neu. Dann Kristallstab. Keule ist recht, Glückskappe. Also jeder hat eine neue Waffe bekommen, finde ich gut. So, und jetzt habe ich schon 19 Minuten. Wow, das hat sehr lange gedauert, der Einkauf. Aber im nächsten Part werde ich dann die Stadt hier weiter erkunden und machen uns vielleicht schon auf dem Weg in Richtung Barbies Leuchtturm. Würde ich mal sagen, freut euch auf den nächsten Part. Also dann, bis dann. Ciao, Leute.